Hallo liebe Freundinnen und Freunde der analogen Unterhaltung. Es wird wirklich mal wieder Zeit, dass ich hier ein Update zu meiner Unterstützerkampagne gebe. Und zwar damit meine ich diese dauerhafte, freiwillige Unterstützung, die ihr hier diesem Kanal geben könnt, sei es über eine Mitgliedschaft auf YouTube, die sogenannte Kanalmitgliedschaft. Ja, da könnt ihr direkt einfach auf YouTube abonnieren oder eine Unterstützung bei Patreon, das ist eben die Patreon-Plattform. Auch da könnt ihr dann einfach Mitglied werden und freiwillig monatlich hier unterstützen. Oder über Steady, wenn ihr lieber eine deutsche Plattform wählen möchtet. Das Ganze funktioniert parallel, also keins von den dreien Plattformen ist jetzt irgendwie bevor oder benachteiligt. Das ist eher so eine persönliche Präferenz, wie man unterstützen möchte. Ich habe das schon öfters erwähnt. Für alle, die jetzt neu sind, nochmal ganz kurz. YouTube ist halt einfach das einfachste, praktischste, weil wahrscheinlich guckt ihr die Videos hauptsächlich über YouTube und dann bekommt ihr einfach den ganzen Content oder auch die besonderen Posts und so weiter direkt auf YouTube in euren Abo-Stream. Patreon hat so ein bisschen den Vorteil, dass die Plattform noch mehr so Funktionen bietet. Da gibt es zum Beispiel einen sehr guten Messenger. Ja, es ist für mich leichter, euch da direkt anzuschreiben, euch Sachen, ne? Zum Beispiel Nachrichten kann man mir da deutlich leichter schicken oder überhaupt schicken. Wenn man jetzt YouTube-Kanalmitglied ist, dann muss man da ein bisschen Umweg gehen, zum Beispiel über das Kontaktformular auf der Homepage oder wenn man jetzt ab 5 Euro im Monat ist, dann kann man ja auch auf den Discord-Server gehen. Da geht es natürlich dann auch leicht, mich zu kontaktieren. Aber ja, die Patreon-Plattform, die hat da einfach noch so ein paar mehr Funktionen. Ja, und man ist dann halt so auf so einer extra Plattform. Und Steady hat halt vor allem den Vorteil, dass es eine deutsche Plattform ist. Da könnt ihr auch per SEPA-Lastschriftverfahren bezahlen, braucht ihr keine Kreditkarte. Und das sind so ein bisschen der Vorteil. Eine Sache ist allerdings so diesen Bonus-Content. Den müsst ihr dann über meine Homepage quasi konsumieren. Da gibt es dann so ein Steady-Login, das ist wie so eine Paywall funktioniert das. So, ganz kurz dazu, wie es überhaupt funktioniert. Aber jetzt zum Update. Ja? Ich hatte es angekündigt und es war auch dringend notwendig oder ist dringend notwendig, weil ihr könnt euch vorstellen, ich bin immer noch im Prozess, diese ganzen Veränderungen zu verarbeiten, die letztlich ausgelöst wurden, dann auch durch Crohns Pause. Ja? Ihr könnt euch vorstellen, das hat schon, also Crohns Pause hat euch geschockt, aber mich hat es auch geschockt. Ja? Stell euch mal vor, wir haben seit Ende 2013, also über 7 Jahre lang, habe ich mit Crohn zusammen Content gemacht. Ja? Jede Woche haben wir gespielt, Videos gemacht und so weiter. Das von einem Schlag auf den anderen sozusagen, dass sich das verändert, ja. Das musste ich wirklich erstmal verdauen. Ja, das war nicht einfach. Und ihr wisst ja, wie ich es gemacht habe. Ich habe dann im ersten Schritt quasi versucht, einfach zu sagen: Gut, Grund ist jetzt in der Pause, jetzt versuche ich mit anderen Leuten was zusammen zu machen. Ne? Nicht alleine hier was zu machen. War wahrscheinlich auch psychologisch für mich wichtig, nicht plötzlich allein dazustehen. Ne? Und dann viele Sachen, viele Videos gemacht mit anderen Leuten, so mit Sven vom Brettballett, natürlich mit Alex, auch mit Pete, mit Andreas hat Videos gemacht und so weiter und so fort. Und es war auch, glaube ich, so für diesen kurzfristigen Sache war das auch gut. Was die Unterstützerkampagne angegangen ist, hatte ich aber ein Problem. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, hatten wir eben immer diesen Bonus-Content, ne? Diese extra Videos nur für die Unterstützer. Und als Kron aber in die Pause gegangen ist, stand ich da und hatte eigentlich das Gefühl, ich kann jetzt keinen richtigen Bonus-Content mehr machen, weil ich kann ja jetzt schlecht sagen zu Sven, ich komm, mach mit mir ein Video, aber das sehen jetzt nur die Unterstützer, ja? Oder, ja, also diese Geschichte mit anderen Leuten zusammen dann Bonus-Content zu machen, das hat für mich nicht so richtig funktioniert. Deswegen haben wir gesagt, gut, okay, Krone ist in der Pause, es gibt jetzt keinen Bonus-Content mehr, dafür machen wir diese Online-Events für Unterstützer. Haben wir auch ein paar gemacht, ich glaube, das war auch für die ganze Geschichte, ich meine, es war auch noch Corona, alles, ne? War das alles auch gut, ja. Aber ich habe jetzt wieder ein Problem. Ja? Und das Problem ist einfach, dass wir haben jetzt die BerlinCon hinter uns gebracht. Ja, das war ein großer Belastungsfaktor für uns alle, für mich, für Alex und so weiter. Und lieber auch ein Erfolg. Ja, dank euch, dank den ganzen Leuten, die da waren. Ja, nochmal vielen Dank an alle, die das einfach so mitgetragen haben. Das war ganz toll.
Das gibt uns auch natürlich die Kraft weiterzumachen, aber man muss klar sehen, dass wirtschaftlich sind wir immer noch in einer schwierigen Situation. Ja, das ist ganz klar. Ne? Wir haben jetzt ein kleines Event machen können, halb so groß wie 2019. Ja, also das muss man einfach immer noch bedenken. Und jetzt ist jetzt auch so, dass Andreas ist immer noch in Elternzeit. Der Alex, der ist zwar da, aber weil es eben der Bedingung immer noch nicht besonders gut geht und wir gucken müssen, wie wir die Zeit überbrücken, auch bis zum nächsten Sommer, wird er jetzt auch nochmal in Kurzarbeit gehen bis Ende des Jahres. Und das heißt einfach, dass mir ein bisschen die Leute fehlen, auch diese Online-Events vernünftig durchzuziehen. Ich bin da ein bisschen auf mich allein gestellt. Und das Zweite ist, was mich so ein bisschen, was ich nicht so gut fand an den Online-Events war, ist, dass die Leute, die da waren, glaube ich, die fanden das toll und wir haben da irgendwie cool auch Flohmarkt, so Online-Flohmarkt gemacht und ein bisschen gespielt und so weiter. Das war alles ganz nett. Aber es hat letztlich nur einen kleinen Teil der Unterstützer erreicht. Und es waren gefühlt auch immer die gleichen Leute, die das halt angesprochen hat. Na, ich verstehe das auch, ein Online-Event, das für mich wäre das auch schwierig, wenn ich jetzt Unterstützer wäre. Wenn man einfach stärker eingespannt ist, Kinder hat und so weiter, dann ist es einfach schwierig, sich dann so freizuschaufeln und dann irgendwie den ganzen Abend vorm Rechner zu sitzen und da so ein Online-Event mitzumachen. Deswegen, oder aus diesen zwei Gründen, weil ich A, eigentlich gerade zumindest bis Ende des Jahres fehlt mir so ein bisschen die Manpower, ja, das vernünftig umzusetzen. Und B, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute nicht mehr erreicht, möchte ich eigentlich keine Online-Events mehr machen als feste Belohnung für alle ab 5 Euro im Monat. Da hatte ich ja ein Online-Event pro Monat bislang versprochen. Gut, da gab es jetzt eh die Pause wegen BerlinCon, hatte ich ja alles auch erzählt. Aber davon werde ich weggehen. Ich will nicht sagen, dass es jetzt gar keine Online-Events mehr gibt. Wenn es passt, wenn Alex mal Zeit hat, wenn wir Lust haben, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir nochmal ein Online-Event für Unterstützer machen. Wir machen es dann aber für alle. Dann ist einfach egal, welches Level, alle sind da eingeladen. Dann machen wir mal einen gemeinsamen Livestream-Abend zusammen. Haben wir auch ein cooles Tool, wo man quatschen kann, wo man spielen kann. Das machen wir einfach mal, aber das ist dann wirklich für alle. Und ich würde jetzt auch nicht, also ich denke mal, vielleicht machen wir noch eins irgendwie dieses Jahr. Jetzt, na, jetzt kommt erstmal Essen, dann ist jetzt dann auch noch diese Islandfahrt und so weiter. Also da ist immer noch viel los. Und ich denke mal, ein Event kriegen wir vielleicht hin, aber ich will es jetzt auch nicht fest versprechen. Aber was heißt das? Das bedeutet, dass es jetzt für dieses wichtige Unterstützerlevel ab 5 Euro im Monat gibt es jetzt ab sofort wieder Bonusvideos. Und ich habe mir das gut überlegt. Und das Ding ist einfach, ich kann es machen und ich möchte es machen, weil ich jetzt das Gefühl habe, seit die BerlinCon durch ist, habt ihr ja gesehen, gibt es neuen Content auf dem Kanal. Ich mache jetzt Solo-Content. Ich habe mich da neu eingerichtet, technisch nochmal aufgerüstet hier zu Hause. Und ich bin jetzt soweit innerlich auch psychisch sozusagen zu sagen, okay, Grund ist in der Pause. Ich weiß auch nicht, wie lange die Pause geht. Ich werde mich jetzt solo aufstellen, so dass ich allen Content machen kann, weil das ist auch so ein Ding gewesen. So cool das war, auch mit vielen Leuten da Content zu machen, das hat mich auch irgendwie so aufgebaut. Ne? Das hat mich über diese schwierige Zeit auch, muss man sagen, getragen. Aber es war dann doch immer so, dass ich das Gefühl hatte, bestimmten Content kann ich da nicht machen. Oder ich kann dieses Spiel jetzt nicht vorstellen, obwohl ich es eigentlich schon gespielt habe, obwohl ich es eigentlich euch zeigen möchte. Ja? Und das hat mich halt so zurückgehalten. Ich meine, man muss ja auch sehen, mit Kron war das eine andere Sache. Da hatten wir natürlich auch unseren festen Spieleabend die Woche. Na, wir haben jede Woche zusammen gespielt. Wir haben jede Woche zusammen gedreht. Das hatte eine große Regelmäßigkeit. Da waren wir natürlich auch eingespielt. Und das ist natürlich jetzt mit vielen anderen Leuten nicht so. Na? Und mit Sven zum Beispiel kann ich überhaupt nicht spielen, weil der einfach in München sitzt. Na? Also das heißt, ich bin da einfach limitiert mit den Leuten, mit denen ich jetzt was mache. Ja? Andreas hat gerade gar keine Zeit, hat ein Baby und so. Also deswegen möchte ich mich da unabhängig machen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich für euch jetzt coolen Bonus-Content machen kann. Und das Schöne ist, dass ich dadurch, dass ich den jetzt solo mache, okay, das ist jetzt auch solo, okay, das ist vielleicht auch ein Nachteil, aber dafür kann ich mich auch wirklich noch mehr an euren Wünschen orientieren. Das möchte ich auch. Ich habe natürlich auch ein paar eigene Ideen, was ich machen möchte als Bonus-Content. Der soll ja, wie gesagt, so ein bisschen den Haupt-Content ergänzen, ja, nicht ersetzen. Also alle, die jetzt nicht unterstützen wollen, keine Sorge. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Rezensionen raushau, die dann nur die Unterstützer sehen dürfen, sondern es wird zusätzlicher Content sein. Und ich fange heute damit an.
Das erste neue Bonusvideo geht online und es wird ein großes Solo-Let's Play sein. Ich habe jetzt ein neues Setup, kann ich ja mit mehreren Kameras gut Solos aufnehmen. Es ist ein bisschen ein Special Interest Video, aber das wird es auch, sag ich mal, diese Bonusvideos werden auch mehr so in diese Richtung gehen. Das heißt nicht, dass immer nur solche 2-Stunden-Let's Plays kommen solo. Ja? Es kann durchaus auch mal anderer Content sein. Ihr als Unterstützer dürft mir da gerne Anregungen geben und ich will versuchen, alles umzusetzen, was ihr gerne sehen möchtet. Ja? Wichtig ist mir nur, dass ich halt immer so ein bisschen die Entscheidung treffe, Content, der gefühlt eben ein bisschen spezieller ist, der ist gut im Bonusteil aufgehoben und Content, der, sag ich mal, mehr Leute anspricht, den viele Leute auch wirklich sehen wollen, den sehe ich eher so im freien Content, ja? Weil ich halt auch möchte, dass alle Leute, für die jetzt so eine monatliche Unterstützung nichts ist, trotzdem noch den wichtigen Content sehen können. Da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, mich zu unterstützen, zum Beispiel durch die Partnerlinks oder durch den Shop und so weiter. Und das ist mir auch wichtig. Ich würde auch jetzt nicht sagen, wir haben ja, dass dieser Content, dieser Bonus-Content für immer exklusiv bleibt. Ich kann mir vorstellen, in 1-2 Jahren vielleicht werde ich den auch frei verfügbar machen. Das haben wir mit den alten Videos, den alten Bonusvideos mit Kronia jetzt auch schon gemacht. Die haben wir alle veröffentlicht. Ich fand es jetzt einfach albern. Kronia ist in die Pause gegangen, die jetzt weiter zurückzuhalten. Alle, die unterstützt haben, haben den schon gesehen und jetzt können ihn auch die anderen sehen. So, und wie gesagt, ich fange heute damit an und zwar mache ich ein fettes, großes Let's Play Hunter vs. Hunter Dark Ages. Ja, dieses große Mittelalterspiel von Giant Rock und Board and Dice. Und was da auch passiert in diesem Video ist, und das ist auch etwas, was ich jetzt nicht für jedes Bonusvideo versprechen will, aber das werde ich öfter machen, es wird auch immer so kleine Spezialsachen drin geben, zum Beispiel ein kleines Giveaway oder sonst irgendwie was, da werde ich mir was ausdenken, sodass für euch dieser Bonus-Content, die ihr mich unterstützt, auch wirklich einen Mehrwert hat, ja. Auch wenn euch vielleicht jetzt dieses spezielle Spiel gar nicht so interessiert, würde ich einfach sagen, guckt euch den Bonusvideo, die Videos auf jeden Fall, guckt da rein. Am Anfang des Videos gibt es dann immer diese kleine Special-Aktion und die könnt ihr auch mitnehmen, auch wenn ihr niemals ein Dark Ages Let's Play von 2 Stunden angucken wollt. Ja? Und was auf jeden Fall auch immer so sein wird, ist, dass diese Spiele, die ich in dem Bonus-Content vorstelle, da werden die Rezensionen dazu oft erst später kommen. Ja, das heißt, ihr kriegt auf jeden Fall immer schon ein bisschen früher so einen Eindruck von so einem Spiel. Es gibt dann auch immer auf jeden Fall immer ein Kurzfazit, auch wenn es keine richtige Rezension ist. Das heißt, ihr habt da einfach einen Mehrwert. Und ich möchte euch halt auch dadurch, dass ich dann sage, okay, ich spiele zum Beispiel mehr, einfach ja, mehr Einblicke in die Spiele geben. Und es hilft euch hoffentlich dann auch in euren Kaufentscheidungen weiter. Der Rest der Kampagne, der bleibt gleich. Also es gibt dann nach wie vor dieses 10 Euro Level, wo es dann diese Community Events gibt. Dazu nur ganz kurz. Wir hatten jetzt vor einer Woche das erste Spielewochenende nach der Corona-Pause. Ja, das musste, normalerweise haben wir immer 2 gemacht im Jahr und ich glaube, es sind jetzt quasi 3 ausgefallen. Nee, 2 sind ausgefallen, weil das letzte war ja gerade im März, wo es dann direkt danach, eine Woche später, ging Corona los. Ne? War echt verrückt. Also da sind ein paar ausgefallen und wir haben jetzt sozusagen wieder angefangen in so einem kleineren Rahmen, aber wir planen auf jeden Fall jetzt für nächstes Jahr wieder 2 Wochenenden und ich hoffe, dass dann auch wieder mehr Leute mitkommen. Es wird dann auch wieder weiter im Voraus geplant sein, sodass ihr euch da auch drauf einstellen könnt, gucken könnt, ob ihr Urlaub nehmen könnt und so weiter und so fort. Dieses Jahr war es dann sehr kurzfristig, aus verschiedensten Gründen. Mir war wichtig, das einfach noch jetzt zu machen. Man hatte ja auch Sorge, wer weiß, was passiert im Herbst, nachher macht alles wieder dicht und so. Ja, das wollten wir auf jeden Fall einfach möglich machen. War auch, glaube ich, nett und schön. Die Situation mit den Hotels, muss man aber auch ganz klar sagen, ist noch katastrophal, auch was die Preise angeht. Wir überlegen da auch gerade, wie wir das nächstes Jahr gestalten. Da gibt es verschiedene Ideen. Normalerweise ist das Wochenende für die, die noch nie da waren und sich dafür interessieren, halt so, dass wir wirklich ins Hotel gehen, so ein All-Inclusive-Spiele-Wochenende machen. Das hat natürlich den Vorteil, dass sich niemand um irgendwas kümmern muss. Ja. Den Nachteil, dass es natürlich auch nicht ganz billig ist. Ne? Vollpension im Hotel plus Tagungsraum, könnt ihr euch vorstellen, das ist nicht ganz billig. Deswegen gibt es auch immer wieder den Wunsch, dass wir vielleicht auch mal Selbstversorger-Wochenenden oder vielleicht auch mal eine Woche machen. In diese Richtung wird gedacht und überlegt und geplant im Moment. Und wenn ihr euch dafür interessiert, selbst wenn ihr noch nicht 10
Euro-Unterstützer seid, dann dürft ihr mich auch gerne anschreiben und mich mal fragen, wie sieht es denn aus und was ist denn da geplant und so weiter. Ich überlege, ob ich mich vielleicht da mal, ob ich mal so ein Unterstützer-Level ausprobiere. Dann könnt ihr das gerne tun. Normalerweise ist auch immer ein Essen-Event mit drin. Das fällt dieses Jahr auf jeden Fall flach. Ja, da haben wir uns eigentlich immer noch so getroffen. Hatten wir eigentlich auch ein schönes Location ausgesucht für letztes Jahr noch. Das fällt leider dieses Jahr aus. Das lassen wir einfach wegen Corona jetzt mal sein. Aber eigentlich ist es auch geplant, weiterhin dann für nächstes Jahr einfach während Essen, weil wir da natürlich auch alle zusammenkommen, dass wir da auch noch irgendwie so ein Community-Event machen für diese 10 Euro Unterstützer. Ja, das war jetzt ein bisschen länger mein Update zu dieser Unterstützerkampagne. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch überlegt, euch mal mich mal zu unterstützen auf diese Art. Das hilft mir nach wie vor sehr. Ein Teil des Geldes geht auch weiterhin, auch wenn er in Kurzarbeit ist, weiterhin auch in Richtung Alex. Der hilft mir auch weiter im Kanal. Also da unterstützt er auf jeden Fall auch mit. Das meiste geht natürlich zu mir jetzt. Es ist mein Lebensunterhalt. Das wisst ihr ja auch. Und da bedanke ich mich natürlich ganz, ganz herzlich dafür. Vor allem auch bedanke ich mich bei allen, die mir jetzt die Stange gehalten haben in dieser wirklich schwierigen Zeit. Ja, mit Kronpause. Na, ihr habt alle unterstützt, wo er noch da war. Unklar, wie es da weitergeht. Content komplett anders. Berlin-Con total schwierig. Content war auch wenig. Ja, ich weiß es alles. Und ich freue mich aber sehr, wirklich sehr, dass es jetzt mit dem Solo-Content zu funktionieren scheint und zwar in alle Richtungen. Also das Feedback darauf ist gut und ich fühle mich auch gut damit. Das ist das Allerwichtigste. Ne? Ich musste mich neu finden. Ich musste auch irgendwie das Selbstbewusstsein finden, zu sagen, ich setze mich jetzt hier alleine hin und ich mache mir Gedanken, wie kann ich den Solo-Content so machen, dass er trotzdem gut ist. Natürlich ist er nie, wird er nie irgendwie Hunter und Kron ersetzen können. Das ist eine spezielle Kombi, ja, und das kann er und will er nicht ersetzen. Und ich hoffe natürlich immer noch, dass Kron auch während seiner Pause ab und zu als Gast bei uns im Studio vorbeikommt. Und wenn das passiert, dann werden wir weiter Videos machen zusammen. Und ja, das wird weiter passieren. Und wie gesagt, auch die Gäste, na, also Alex sowieso, mit dem mache ich auf jeden Fall weiter Videos. Andreas muss mal gucken, wenn er wieder da ist aus seiner Elternzeit. Auch Sven werde ich definitiv auch wieder weiter Videos machen. Ja, also in diesem Sinne, vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, auch in jeder Form. Also ich möchte es auch nochmal wirklich betonen, so toll diese freiwillige Unterstützung monatlich ist für mich, weil das natürlich auch ein planbares Einkommen ist. Genauso gut ist es, wenn ihr einfach unsere Videos guckt. Ich freue mich über Abos, ich freue mich über Likes, ich freue mich natürlich über das Benutzen der Partnerlinks und natürlich auch über Einkäufe in unserem Online-Shop. Gerade ist da ein bisschen wenig Angebot, das liegt einfach daran durch Essen. Ne? Wir müssen jetzt erstmal mal alles eingeladen, es kann gerade nicht verschickt werden. Wir gucken, was wir in Essen verkaufen und dann geht es zurück ins Lager und dann kommen die Sachen auch wieder online und können dann auch wieder über den Online-Shop nochmal gekauft werden. So, jetzt habe ich lang geredet, aber es war mir auch wichtig und ich hoffe, dass alle Fragen beantwortet sind. Wenn nicht, dann schreibt sie in die Kommentare und ich freue mich natürlich auch vor allem bei den bestehenden Unterstützern auf Feedback auf dieses erste Bonusvideo. Wie gesagt, ihr könnt frei von der Liebe weg euch wünschen, was ihr gerne sehen möchtet. Natürlich, ich habe so meinen Plan. Es ist auch wichtig, dass ich den so verfolge. Aber das ist natürlich auch gedacht, dass wir auch da im engen Austausch bleiben. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Danke, danke, danke für die Unterstützung. Und wir sehen uns in Essen oder hier auf dem Kanal. Bis bald.